Ich glaube, wir müssen loslegen. Alex, ist schon 19 Uhr. Ja, liebe Freunde, liebe Kollegen, wir freuen uns, Ihnen heute sozusagen eine Sondersendung zu präsentieren oder euch eine Sondersendung zu präsentieren bei den Swiss BioHealth News am Samstag. Ich habe auch hier ein Tool bekommen von meinem Team, bei dem ich eine übergroße Uhr starten kann, um mich ein bisschen besser an die Zeiten zu halten. Vielen Dank. Unser Gast heute wird sein Joachim Mutter. Wir haben gedacht, dass wir mit den harten Daten, was die Pandemie anbetrifft oder wirtschaftliche Daten, wir jetzt am Wochenende aussetzen. Da wollen wir uns eigentlich ganz um unsere Gesundheit kümmern. Und ich denke, wir hatten gestern einen wahnsinnig spannenden Gast mit Dirk Freiland, 50 Jahre alt, hervorragende Zeit im den Ironman gelaufen, die Weltmeisterschaft des Triathlons auf Hawaii. Und ich habe mir heute bereits schon zwei Säcke Eiswürfel in der Tankstelle geholt und das mal ausprobiert, auch die Atemtechnik schon getestet, wirklich sehr, sehr spannend. Wobei ich es noch nicht allzu lange in der Badewanne bei 4 Grad Celsius aushalte, aber da ist ja sicherlich ein gewisser Übungseffekt dann da. Ihr seht, dass es auch nächste Woche in den Samstag reingehen wird. Man muss einfach das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und wir haben so unglaublich tolle Gäste nächste Woche. Und haben dann am Samstag den Dr. Kurt Mosetter, den ehemaligen Teamarzt der US-Fußballnationalmannschaft, der hier aus Konstanz stammt, den ich seit vielen Jahren kenne. Und wir haben am Donnerstag, und ich denke, das wird vor allen Dingen für die Zahnärzte, die Implanteure unter uns ganz wichtig sein und ganz, ganz wichtige und gute Informationen bringen, Marco Gadola, den ehemaligen CEO von Straumann, dem Weltmarktführer für Dentalimplantate. Und da hoffen wir uns, wichtige Erkenntnisse zu bekommen. Wie wird es aussehen in 2020? Wie wird der Verlauf sein? Können wir das wieder aufholen in den kommenden Jahren? Wird da Nachholbedarf sein? Also wirklich wichtige Fragen, wo wir uns hoffen, dass uns Marco Gadola da ein paar Ideen dazu geben kann. Wie immer rufe ich dazu auf, bitte registrieren auf d3-study.org, um unsere Anwendungsbeobachtung mit Professor Ganati zu unterstützen. Jetzt aber zu Joachim Mutter. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ihn damals quasi von der Umweltmedizin Freiburg abgeworben und in meine damalige Klinik nach Konstanz geholt. Ich glaube sogar, dass es die erste Umweltmedizin überhaupt war, die damals von Professor Daschner, dem sogenannten Hygienepapst in Deutschland, in der Universität Freiburg gegründet wurde. Dann hat er lange Zeit bei uns in Konstanz gearbeitet, war dann Chefarzt der Abteilung Umweltmedizin der Paracelsus-Klinik Al-Ronk, also nicht die am Bodensee, sondern die im Tessin. Er ist Universitätsdozent der Europa-Universität Frankfurt und sein Hauptziel ist die effektive Prävention und Behandlung der häufigsten Krankheiten sowie Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Und wir wissen, er ist selber ein, kann man schon sagen, Ausnahmeathlet. In manchen Dingen etwas extrem, aber das bin ich ja auf meine Art und Weise auch. Denn nur wenn wir Dinge extrem angehen, dann können wir wirklich auch sehen, ob ein Konzept funktioniert und wie es funktioniert. Darum ist es sehr, sehr spannend, was er auch selber testet. Wir haben schon sehr viele Patienten zusammen sehr erfolgreich behandelt. Und er trainiert auch eine ganze Reihe von Spitzensportlern, die selbst mehrere Medaillen bei Olympiade geholt haben. Insofern ist es jetzt eine tolle Ergänzung zu unserem Interviewgast gestern, dem Dirk Freiland, weil er eine ganz ähnliche Richtung denkt und geht und so ein bisschen uns vielleicht
nochmal den wissenschaftlichen Background von dem, was Dirk für seinen Ironman umgesetzt hat, liefert, aber auch wieder im Hinblick, wie uns das gleichzeitig vor den Coronaviren Covid-19 schützen könnte. Er hat eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, die werden automatisch alle Bestseller und sind auf jeden Fall lesenswert. Manche sind auch vergriffen, die kann man dann versuchen, auf eBay noch zu bekommen. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich bei uns hier im Studio zugeschaltet Joachim Mutter. Also ich begrüße ganz herzlich Dr. Joachim Mutter. Vielen Dank, Joachim, dass du deine Zeit heute am Samstagabend uns zur Verfügung stellst. Es ist wirklich toll und das wissen wir alle sehr zu schätzen, von deinem Wissen zu profitieren. Du siehst auf jeden Fall gesund aus. Meine Frage an dich, hast du irgendwelche Angst vor Coronaviren und wie schützt du dich und deine Familie? Gleich mal als erste Frage vorneweg. Also die erste Frage, wie schütze ich mich vor Coronavirus oder meine Familie auch und meine Patienten? Das ist relativ einfach. Also erstens habe ich keine Angst davor, weil die Todesraten sind jetzt weltweit nicht höher wie in den letzten Jahren, was diese ganzen Grippe- und Infektionswellen betrifft. Mhm. Das zweite ist, dass ich ja schon längst publiziert habe in meinen Büchern, dass wenn man in der Grippezeit, also praktisch Ende Winter, Anfang Frühling, da sind praktisch weltweit, also zumindest mal in der Nordhalbkugel, die Vitamin-D-Spiegel eben am niedrigsten. Und wenn man eben jetzt Vitamin D nimmt in dieser Zeit, und zwar ausreichende Mengen, das ist in der Regel so zwischen 4.000 und 8.000 Einheiten, weil dieser Vitamin-D-Rezeptor, wenn der funktioniert, das ist wie ein Schalter, das Immunsystem anschalten und Erreger erkennen und bekämpfen. Die Erreger sind natürlich schlau, die haben sich in Millionen von Jahren entwickelt und wissen natürlich, dass wenn sie in den Mensch reinkommen, dass die da so diesen Zauberschlüssel, das Zaubertor haben, den Vitamin-D-Rezeptor, und das Erste, was sie machen, um zu überleben, ist im Endeffekt diesen Vitamin-D-Rezeptor zu blockieren. Und dann funktioniert der im Prinzip nicht mehr, beziehungsweise geht voll in die Fehlsteuerung rein. Und da weiß man eben, dass Krebszellen, aber auch Borrelien und manche Viren eben so Proteine bilden, wie so Patex, und verkleben praktisch diesen Schalter. Das ist jetzt, was können wir da dagegen tun? Da kann man schon relativ viel machen, und zwar im Endeffekt praktisch diese Ursachentherapie, die ich entwickelt habe. Das bedeutet, alle Hauptfaktoren für Krankheiten wegnehmen. Da spielt auch der Kiefer eine Rolle, beziehungsweise Vitalstoffe, Gifte, Strahlungen. Und das Zweite ist zum Teil eben auch entgiften. Es gibt noch wenn das nicht klappt, aber in 80% der Fälle klappt das eben, dann funktioniert der Vitamin-D-Rezeptor wieder. In manchen Fällen muss man allerdings noch antiinfektiös behandeln. Da gibt es verschiedene Methoden auch. Und in ganz seltenen Fällen kann man im Prinzip einen Teil von diesem Professor Marshall-Protokoll machen. Das heißt, es gibt Stoffe, die sehr stark diesen Vitamin-D-Rezeptor stimulieren, und das gibt dann manchmal sozusagen den letzten Kick und manchmal auch so Unterheilungen, wie zum Beispiel dieser Blutdrucksenker Olmesartan, was allerdings jetzt in der Corona-Phase nicht so gut ist, weil es ist ein AT1-Antagonist und der sollte bei Coronavirus nicht gegeben werden. Die andere Sache ist die, man weiß, dass Mobilfunk komplett diesen Vitamin-D-Rezeptor von seiner praktisch zerstört oder beziehungsweise verändert, so dass er nicht mehr funktioniert. Das heißt, je mehr Mobilfunk jemand hat, desto weniger funktioniert der Vitamin-D-Rezeptor und desto weniger funktioniert das Immunsystem gegen virale Erkrankungen und gegen Tumorerkrankungen. Und das ist schon, dass man also sagen könnte, dass auf jeden Fall in den Zeiten jetzt, wo wir uns besonders schützen wollen in dieser Grippezeit oder sagen wir mal Covid-Zeit, dass es da noch mehr Sinn macht als sonst, WLAN abzuschalten und zu schauen, dass er möglichst wenig Einfluss von Mobilfunk hat. Ich finde es spannend, eine meiner Töchter hat gesehen, dass die Tochter von Lionel Richie mit 6 Millionen Followern hat gepostet, bitte jetzt in der Corona-Zeit WLAN abschalten nachts, möglichst wenig Handystrahlung. Also man sieht, die Jugend wird da langsam drauf aufmerksam und geht den richtigen Weg, fand ich ganz toll. Ich gehe mal davon aus, dass du zu Hause bei dir kein WLAN hast und ich kenne dich ja und relativ gut deine Umgebung geschützt hast gegen jegliche Art von Strahlung.
Ja, genau. Also ich bin jetzt praktisch mit LAN-Kabel, also mit Kabel Ja. verbunden. Hier gibt es überhaupt kein WLAN. Hier gibt es kein Schnurrtelefon, kein TV-Bildschirm, kein. Alles ist okay. Also nochmal, diese Mobilfunkstrahlung führt eben dazu, dass das Immunsystem, also der Vitamin D-Rezeptor nicht mehr funktioniert. Und das ist ein Schalter, ein starker Schalter für das Immunsystem. Und das bedeutet, wir wissen mittlerweile, es gibt extreme Korrelationen mit diesen Ausbrüchen jetzt, wo diese Coronavireninfektionen gemeldet werden weltweit. Das sind mit Gegenden, die die ersten 5G-Mobilfunksender praktisch aufgebaut und angeschaltet haben. Da gibt es extreme Korrelationen. Zum Beispiel Italien, Norditalien hat schon 2017, Wuhan noch ein Stück früher. Und diese Hotspots sind im Prinzip auch da, die Hotspots, wo im Prinzip sehr starke Mobilfunkstrahlung ist, im Großen und Ganzen. Das zweite Negative ist eigentlich das Vitamin D. Eigentlich ist es so, wenn man es jetzt oral zuführt, also als Vitamin D-Kapsel oder als Tropfen oder so, dann muss man halt auch wissen, dass es auch nur gut funktioniert, wenn man Vitamin K2 dazu nimmt, vor allen Dingen das MK7. Also es gibt verschiedene Vitamin K2-Formen, wird auch in meinen Büchern beschrieben, sehr stark und auch was effektive Dosen sind. Und das andere ist, dass man auch Bor braucht, also das ist ein Spurenelement, was ich eben auch sehr proklamiere in ausreichender Dosierung. Und man braucht auch Magnesium und einen leichten Level auch an Calcium. Das heißt, um das PTH nicht zu stimulieren. Und es wäre gut, wenn man nicht zu viel Phosphat in der Ernährung hätte, weil das Phosphat eben das wieder konterkarieren kann. Bedeutet, je mehr Phosphat jemand in der Ernährung hat, desto schneller stirbt er. Und zwar an allen Krankheiten, die es gibt. Da gibt es gute Korrelation dazu. Das hängt mit diesem Protein zusammen, das heißt Klotho. Das ist praktisch so ein Langlebigkeitsprotein. Und das wird normalerweise im gesunden Stoffwechsel praktisch durch Vitamin D aktiviert. Aber wenn Phosphat und so weiter drin ist, dann wird das praktisch blockiert. Das ist eine Sache mit dem Vitamin D. Und das zweite ist, eigentlich ist es so, dass das Vitamin D, was eigentlich natürlicherweise, wenn wir nackt, also wir sind ja früher nackt rumgerannt, so bevor wir Kleider anhatten und Am sind auch relativ Äquator. viel, sind wir viel praktisch in der Sonne rumgerannt am Tag. Wir sind ja nachtaktiv, nicht nachtaktiv, sondern tagaktiv und haben dann natürlicherweise eben dieses Vollspektrumlicht der Sonne abbekommen. Und das führt dazu, dass eben in unserer Haut Vitamin D gebildet wird. Und zwar in Wahnsinnsmengen. Also wenn man jetzt so einen Sommernachmittag hat und geht eine Stunde nackt in die Sonne, dann stellt man sozusagen 20.000 Einheiten Vorstufe von Vitamin D in der Haut her. Das ist gigantisch viel. Das ist dann auch so, dass das dann aber langsam über 24 Stunden von der Haut ins Blut rein sappert. Und man sollte eben nach dem Sonnenbad nicht gleich unter die Dusche gehen und vor allen Dingen nicht mit Seife oder Shampoo waschen. Das ist auch schädlich. Also Hygieneprodukte machen ja auch krank. Also da muss man schon biologische Sachen nehmen. Das ist klar, steht auch in meinen Büchern drin. Aber wenn man das eben dann wäscht, die Haut abwäscht, dann schwimmt das Vitamin D sozusagen ins Abwasser und man hat überhaupt nichts davon, von dem, was man in der Haut gebildet hat. Bedeutet, man sollte im Prinzip 24 Stunden eben nicht mehr duschen, vor allen Dingen nicht mit Seife. Und eine Sache haben wir auch festgestellt, das sind Beobachtungen von mir, mit Patienten, wo wir, beziehungsweise zuerst wollte ich sagen, dass das Vitamin D in der Haut, was über die Sonne hergestellt wird, also UVB-Licht, das ist deutlich wirksamer wie alle Vitamin Ds, die man essen kann, einschließlich die natürlichen Vitamin Ds von Fischlebertran, also Dorschlebertran oder Hering oder sowas. Weil dieses Vitamin D, was in der Haut gebildet wird, ist sulfatiert, das heißt, da ist praktisch eine Schwefelgruppe dran. Schwefel ist das Hauptelement, was den Körper entgiften kann. Somit hat dieses Vitamin D praktisch auch eine entgiftende Wirkung und man weiß von den 50er Jahren in Russland, die haben Studien mit Hasen gemacht und die haben sehr viel Lichtforschung, also auch Mikrowellenforschung, aber auch Lichtforschung gemacht und diese Lichtforschung hat ergeben, dass wenn sie Hasen nehmen, die vergiften praktisch mit Cadmium oder mit Blei oder mit Arsen. Und dann haben sie aber so, dass sie eben nicht gerade sterben. Und dann haben sie die praktisch zwei Gruppen gemacht. Die eine war unter Künstlerlicht, die andere war unter Sonnenlicht oder unter UVB-verstärkten Licht, also sogenannte Vollspektrumlampen. Stichwort True Light, die ja damals von der NASA entwickelt wurde. Und
Dann war es so, dass diese Gruppe, die eben unter Sonnenlicht war, 30 Mal verstärkt praktisch Blei und Cadmium Arsen ausgeschieden hat im Vergleich zu denen, die unter künstlichen Lichtquellen waren. Das war gigantisch. Und das geht eben nur, wenn man eben dieses Sonnenlichtvitamin hat. Jetzt gibt es aber nur wieder einen Knackpunkt. Wir Homo modernicus, also wir haben leider in den letzten 20, 30 Jahren unsere Welt immer mehr sozusagen mit Funkstrahlung übersät. Jetzt nochmal neue Dimension mit 5G, Mobilfunk, wo er über die Satelliten das runterhaut, alles digital, hochfrequent. Das dringt auch in die Haut ein. Und ich habe die Beobachtung gemacht, und es ist auch biochemisch relativ plausibel, dass eben, wenn man jetzt in die Sonne liegt und man hat praktisch ein Handy nebendran oder steht ein Mobilfunksender in 100 Meter Entfernung am Strand in Italien zum Beispiel, dann kann man so lange darin liegen, wie man will, weil das Molekül Vitamin D, was da in der Haut gebildet wird, das kann also meiner Meinung nach wieder durch diese Funkstrahlung zerstört werden. Das heißt, ich habe gemessen bei vielen Patienten, die wirklich mittags ohne Sonnencreme natürlich, man muss ohne Sonnencreme sein, in die Sonne gelegen sind. Da darf man so keinen Sonnenbrand haben, muss man vorher rausgehen. Und dann haben die praktisch überhaupt kein Vitamin D mehr aufgebaut. Und das war immer der Fall, wenn praktisch Mobilfunksender nebendran waren. Also das ist auch ein Nachteil von Mobilfunk. Haben viele nicht auf dem Schirm. Also einerseits ist publiziert, dass eben die immunsuppressive Wirkung von Mobilfunk ziemlich fatal sind. Man weiß auch den biologischen Mechanismus. Das geht über diese schnellen Calciumkanäle, weil die machen diese Calciumkanäle auf. Die sind spannungsgesteuert. Und wenn Calcium in die Zelle einbricht, dann macht es die Zelle, gibt es Stress in der Zelle und auch Stress in die Immunzelle und dann ist die Funktion der Zellen insgesamt praktisch reduziert. Das andere ist, dass jetzt zum Beispiel gerade Coronavirus, das ist jetzt speziell, soweit ich weiß, bei Coronavirus, dass die eigentlich in die Zelle gelangen über diese Calciumkanäle. Das heißt, wenn die Calciumkanäle aufgehen durch Mobilfunk, dann können praktisch schwupp die Coronavirus im Huckepack praktisch reinschießen in die Zelle rein. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum eben der Mobilfunk eigentlich diese Coronavirus-Infektionen deutlich erhöhen kann und wahrscheinlich auch für schwere Fälle. Könntest du dir, also ich habe zufälligerweise vor knapp einer Woche mal mir so die Karte angeguckt bezüglich der Fälle. Da ist mir aufgefallen, dass dieses große Land Russland hatte vor ein paar Tagen nur 300 Infektionen bekannte und einen Todesfall. Dann habe ich mir mal die Mobilfunkabdeckung angeschaut von Russland, die ist äußerst gering. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Könnte schon, wobei jetzt diese Weltfälle, wie viele Fälle gibt es und wie viele Todesfälle, die können wir gar nicht vergleichen. Also diese Zahlen kann man praktisch, das ist ein Witz, ist eigentlich Die Frage ist witzlos. ja, wie genau schaue ich hin, sozusagen, ja. Ja, erstens, wie genau schaue ich hin, wie genau sind die Tests? Die scheinen ja in 30% der Fälle nur zu stimmen und der Rest ist sozusagen unsicher. Und das andere ist natürlich, wen testet man? Oder sind es jetzt die Kranken, die Schwerkranken oder auch die Gesunden? Und die Dunkelziffer ist ja verdammt hoch. Und dann ist natürlich auch so, Russland und China sind halt, man meine, in China, da testen sie jetzt ihre Völker nimmer. Deswegen ist ja dieser Absturz in neuen Fällen von den Chinesen, die sagen ja nur, die haben jetzt praktisch nur noch Ausländer, wo reinkommen. Die's haben, Japan hatte praktisch überhaupt keine Maßnahmen gemacht. Die haben vor kurzem die Olympische Spiele eröffnet mit 100.000 Besuchern, alle eng an eng, stundenlang mit Warteschlangen. Die haben praktisch überhaupt keine Isolationsgeschichten gemacht und haben auch nicht mehr Fälle. Aber eben, es gibt meiner Meinung nach, und ich sehe es ja auch mit den Patienten seit 20 Jahren, die man sozusagen in Funklöchern oder in abgeschirmten Kliniken behandeln oder auch in Gegenden reinfahren, die eben wenig Funkbelastung haben, da sehen wir praktisch zum Teil sensationelle Heilerfolge. Das wurde auch dokumentiert, zum Beispiel von Professor Pöppel aus der Hochschule Ingolstadt, Technische Hochschule Ingolstadt. Der hat so praktisch eine EMF-Kabine, wo wirklich sensationelle, tolle Verbesserungen, Heilerfolge sind. Und wir wissen auch, dass eben, wenn wenig Funk ist, dass die Entgiftungsleistung eben gut ist. Das sehen wir am Patienten. Und es wurde ja in alten Studien von Russland, die waren dann wurde auch praktisch publiziert. Ja, das waren ja auch die Erfahrungen, die wir gemeinsam damals in Brasilien auch gesehen haben, ja.
Ja, es ist halt auch so, wir haben, also es ist auch so, das Immunsystem braucht dringend Schlaf. Also, oder andersrum, unser Schlaf ist wichtig, vor allen Dingen das Hormon Melatonin, was in der Zirbeldrüse gebildet wird, was eigentlich eines der stärksten immunverstärkenden Mittel ist. Das sollte eigentlich nachts gebildet werden in der Zirbeldrüse. Und neben Melatonin noch andere Pinoline, sogenannte Pinoline, die ähnlich aussehen wie Melatonin, zum Teil noch stärkere Effekte haben, wie zum Beispiel DMT, also Dimethyltryptamin, was man so kennt in gewissen Drogen- oder Schamanenszenen aus Südamerika und so weiter. Und die sollten gebildet werden, wenn die Zirbeldrüse funktioniert. Und wenn die gebildet werden, dann hat man wirklich ein viel, 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 viel stärkeres Immunsystem. Also dann Achtung, Schichtarbeiter, die haben dann deswegen schon mal ein schwächeres Immunsystem, sterben auch früher, haben auch mehr Krebs und so weiter. Die anderen, die eben chronische Schlafstörungen haben, und das sind mittlerweile über 50% der Bundesbürger, und das nimmt wahnsinnig zu in den letzten 20 Jahren, eben auch parallel zum Funk. Also man weiß nämlich, dass Mobilfunk in allen Variationen dazu führt, dass eben Melatonin nicht mehr gebildet wird. Der Effekt ist eigentlich fast ähnlich, wie wenn das Schlafzimmer hell ist, weil das ist auch so ein Effekt. Wenn das Schlafzimmer hell ist, hat man auch weniger Melatonin. Und jetzt Achtung für die ganzen Computer- und Smartphone-Freaks. Viele gucken praktisch abends noch in den Bildschirm rein, egal ob es TV-Bildschirm ist, ob es Smartphone ist oder Computerbildschirm oder Tablet-PC oder so weiter. Und diese Bildschirme haben alle praktisch einen Blaustich, das heißt, da kommt eine Blaubande raus, aus gewissen Gründen. Und dieses Blaulicht führt dazu, dass Melatoninbildung unterdrückt wird, sodass, wenn man eigentlich abends oder nachts in Blau reinguckt oder in diese Bildschirme, dann hat man echt ein Problem. Man kann Abhilfe schaffen, indem man eine Orange- oder Gelbbrille anzieht. Dann wird das Blau rausgefiltert, das ist immer super. Und das andere ist, dass man halt die Hausbeleuchtung nicht eben mit Weißlicht-LEDs oder sowas macht oder Energiesparlampen, da hat man dann das gleiche Problem. Genau, es gibt ja auch diese Nightshift-Funktion auf dem Smartphone oder auf dem Computer, iFlux, kann man einstellen, Reicht ja. nicht, da ist reicht Reicht nicht. nicht aus. Diese F-Lux reicht nicht aus, da kommt immer noch zu viel Blaulicht raus. Muss man wirklich eine Brille anziehen, wenn man das tut? Also am besten Computer 18 Uhr einfach ausschalten und dann, Richtig. ich meine, von der Natur her ist ja so, dass wir früher das Abendrot hatten und dadurch natürlich mehr die Rotanteile im Licht. Das ist jetzt sehr Genau. spannend, was du sagst, Joachim, weil wir hatten gestern ja einen Superathleten hier, einen Extremsportler, der mit 50 den Ironman auf Hawaii mitgelaufen ist und mit tollen Ergebnissen. Und da war einer der Faktoren, wo wir ihn gefragt haben, wie er sich da vorbereitet hat, war auch das Thema Schlaf. Er hat genau das Gleiche gesagt wie du, Verdunklung und diese Themen. Es war sehr, sehr spannend. Und ich weiß, du bist ja selber eigentlich auch so ein bisschen fast schon Extremsportler und hast natürlich auch viele Sportler trainiert, bis hin zu Goldmedaillen auch. Was ist denn, weil das zweite Thema, das wir gestern hatten mit dem Dirk Freiland, war Ernährung. Kannst du uns eine Empfehlung geben, jetzt in der Corona-Zeit, was hältst du für wichtig, Ernährung, damit mein Immunsystem maximal gut funktioniert? Ich glaube, einmal ist ja schon mal wichtig, dass wir wenig essen, also diese sogenannte ausgewogene Mangelernährung. Und was würdest du uns jetzt empfehlen für dieses Wochenende, wie wir uns ernähren sollten, um unser Immunsystem möglichst fit zu machen, um dem Coronavirus widerstehen zu können? Ja, also eben was die Leistungssportler, die auch Goldmedaillen und andere Medaillen gewonnen haben, betrifft, die haben eigentlich immer vor diesen Wettkämpfen, wenn sie ins Olympische Dorf und so weiter gefahren sind, ihr Bettplatz abgeschirmt und natürlich die Ernährung so gemacht, wie es in meinen Büchern eben steht. Und deswegen haben sie eben auch diese Langzeiterfolge gehabt. Was die Ernährung betrifft, dieses moderierte Fasten ist natürlich schon so, dass Fasten eigentlich bei einem Tierversuch das Leben verlängert. Allerdings, wenn man kann, es hat auch einen negativen Effekt, und zwar, wenn man die falsche Nahrung sozusagen isst, weil da kommt man eigentlich mit dieser Menge, die man, diese spärlichen Menge, nicht mehr auf die Vitalstoffe, die man braucht. Und es gibt eigentlich elegantere Wege, wie zum Beispiel Niacin zu nehmen, also Vitamin B3, beziehungsweise eine Vorstufe von NAD Plus, also NMN, beziehungsweise das führt dazu, dass Das man auch bei an den hohen Saturierungen. Sirtuinen angreift wiederum, ja.
Ja, oder beziehungsweise Sirtuine, die machen im Prinzip nichts anderes wie NAD. Also das heißt, das ist im Prinzip diese, was Resveratrol zum Beispiel tut auch, also im Rotwein an diesen Sirtuinen angreifen, aber auch andere Polyphenole aus Pflanzen und so. Das heißt, und das wird zu NAD und da kann man im Prinzip tatsächlich auch so viel fressen, wie man will, lebt man trotzdem länger. Das andere ist, dass man, wenn man länger leben will, eben gewisse Proteine, also gewisse Aminosäuren reduzieren muss. Das hat jetzt auch mit Viruserkrankungen ein bisschen was zu tun, nämlich es sind vor allen Dingen die verzweigkettige Aminosäuren, also praktisch Leucin, Isoleucin und Valin. Die sind leider jetzt in vielen Proteinpulvern extrem stark vertreten, auch in diesem MAP und so weiter. Die sind ziemlich höllisch, weil die machen im Prinzip eine Aktivierung von einem Rezeptor, der heißt mTOR, also Mammalian Target of Rapamycin, und dieser wiederum macht Wachstum. Egal, ob es Tumorwachstum ist, ob es Muskelwachstum ist im Falle des Bodybuilders, das ist ja erwünscht, egal, ob es Fettwachstum ist oder praktisch Wachstum von Viren, also virenbefallenen Zellen. Und also das sind praktisch Aminosäuren, die man im Wachsenalter so wenig wie möglich essen sollte. Und die zweite Aminosäure, die lebensverkürzend ist Methionin. Methionin ist eine schwefelhaltige Aminosäure, gilt als essentiell, aber im Erwachsenenalter ist es höchstens noch semi-essentiell. Besser ist Cystein. Und das Methionin, man weiß im Tierversuch, wenn man praktisch Tiere voll ernährt, die können so viel essen, wie sie wollen, also gar keine Kalorienrestriktion. Man hat aber die Ernährung ist praktisch methioninarm. Bedeutet das, dass diese Tiere praktisch genauso lang leben, obwohl sie total viel essen, wie die Tiere, die praktisch fasten. Das heißt, im Endeffekt ist auch Methionin praktisch so ein Alterungs-Aminosäure, die man eigentlich eher meiden sollte. Und eigentlich auch Arginin. Arginin ist eine Aminosäure, die jetzt ziemlich viel auch immer wieder gehypt wird als super, super Booster und so weiter, Blutdrucksenker. Ist es natürlich auch. Aber Arginin ist eine Aminosäure, die der Körper eigentlich selber herstellt, wenn er genug Glutathion hat. Und Glutathion ist eigentlich mit das stärkste antivirale Mittel, was wir haben. Und man weiß von über 100-Jährigen, das sind eben immer die, die sehr gute Glutathionspiegel vorher gehabt haben. Und immerhin, das sind die, wo 100, 110, 120, 100, 115 Jahre alt werden, zeichnen sich aus dadurch, dass sie extrem gute Glutathionwerte haben. Und dieses Glutathion schützt uns vor Weil die einfach Umweltgiften. besser entgiften können. Ja, nicht nur, ja, auch, aber das Glutathion im Prinzip kann zum Beispiel Viren und Erreger markieren. Also eigentlich ist das der Schlüsselfaktor, um das Immunsystem in Richtung TH1 zu bewegen. Und TH1, T-Lymphozyten, die führen eben dazu, dass sie intrazelluläre Erreger bekämpfen. Das geht nur mit Glutathion, wenn genug Glutathion ist, weil die bekämpfen diese intrazellulären Erreger mit Stickoxidgas, also Stickstoffmonoxid. Das ist praktisch ein hochgiftiges Gas. Die vergasen praktisch die Zellen, wo intrazellulär diese Erreger hängen. Und die können das aber, weil das ein wahnsinnsfreies Radikal ist, was sie da selber erzeugen. Das ist praktisch eine Bombe, was sie da praktisch erzeugen. Und da müssen sie einen Schutzfaktor haben, damit sie nicht selber in der Bombe getötet werden. Und das ist eben Glutathion. Die müssen sehr viel Glutathion haben. Und jetzt ist interessant, dass eben einerseits, wenn man keinen Mobilfunk hat, mehr Glutathion hat, aber was die Ernährung, was du gesagt hast, eben diese Aminosäuren, die jetzt schädlich sind, die sind hauptsächlich in tierischen Proteinen drin. Vor allen Dingen Nummer eins sind halt Milchproteine. Also Milchproteine sind sozusagen, wenn man jetzt immer wieder Viren kriegt oder einen Schutz haben will vor Viren, sollte man Milchproteine komplett weglassen. Da hat man ja gute Erfolge auch schon früher gehabt, auch Professor Mommsen, ein Kinderarzt bei Bei Kindern des Zweiten. Mikroentzündung. Ja, genau, oder bei Angina und so weiter und bei viralen, also auch bei Masern oder diese ganzen Virenerkrankungen, Mumps, das ist alles mit Fieber sehr gut gelaufen. Es ist immer wichtig, dass bei Virenerkrankungen das Fieber ausgefiebert werden muss. Es darf nicht unterdrückt werden. Das ist nämlich auch, macht auch Schaden. Ah, okay. Ibuprofen. Also gerade jetzt, wo wir es ja mit dem Virus zu tun haben, ist es, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Also wenn wir jetzt Fieber haben und es ist der Verdacht einer Viruserkrankung mit Covid, dann auf keinen Fall fiebersenkende Mittel. Habe ich es richtig verstanden? Also bei allen Virenerkrankungen, auch bei Masern, sollte man Fieber ansteigen lassen. Optimal wäre, wenn man wirklich 40, 41 Grad Fieber bekommen würde. Das Einzige, was man halt dann macht, falls es Fieberkrämpfe beim Kind sind, dann gibt man halt Wadenwickel. Erst, also wenn es sozusagen kritisch wird, habe ich aber noch nie erlebt. Und eben bei Covid sollte eben Fieber
gemacht werden. Manche Leute kommen nicht mehr hoch, die kommen vielleicht auf 38. Da werden die Ärzte kommen schon und machen Fiebersenkung, weil sie Schiss haben vor 38 Grad. Das ist noch gar nichts, weil jedes bisschen Grad mehr, was der Körper hat, egal ob er es über Vollbäder, Hypothermie, die sind teuer, oder selber macht, oder durch aktive Fiebertherapie, was wir auch machen. Das heißt, wir geben sozusagen mal Anführungsstriche gewisse Impfungen, die dann dazu führen, dass der Körper praktisch künstlich infiziert wird mit aber harmlosen Erregern und die wiederum führen zu einer aktiven Fiebertherapie. Und das wiederum kann viele Erkrankungen, Virenerkrankungen, bakterielle Erkrankungen, selbst Borrelien oder auch Tumorerkrankungen ausheilen. Und manchmal muss man sogar unterstützen mit Vollbädern, also heiße Vollbäder. Das sind allen ganz oder heiße Fußbäder, wie früher Oma gemacht hat, heiße Vollbäder. Am besten noch ätherische Öle rein, gerade Terpentin, Thymian. Das kann man auch einnehmen. Terpene aus Kiefernadelharz und auch eben Thymian und Anis und auch Fenchel und so weiter. Die haben praktisch ätherische Öle drin, die Viren komplett killen können. Das heißt, es sind antivirale Stoffe, aber man darf wirklich kein Fieber senken. Außer in Notsituationen, also wenn jetzt der Patient eh schon einen Schlaganfall hatte oder sein Herz kaputt ist und er würde das Fieber nicht überstehen, dann kann man es moderat senken, aber bitte nicht senken. Aber nochmal zur Ernährung zurück. Da gibt es Ja, einige genau, das Studien. interessiert mich jetzt. Also, was dürfen wir jetzt essen, Joachim? Sag Da uns gibt mal. es so viele Studien, da gibt es jetzt eigentlich so Dieses viele Studien, die Wochenende. eigentlich zeigen, dass eben frisches, also eigentlich im Prinzip Gorilla-Kost, das heißt im Endeffekt sollen wir essen wie die Affen. Bedeutet, das heißt nicht unbedingt fleischfrei, aber das heißt, und das heißt auch nicht vegan, weil es gibt ja kein Tier auf der Welt, was vegan ist. Selbst die Kuh, die frisst ja kiloweise Ameisen und Würmer und Käfer und Läuse unbeabsichtigt sozusagen ihr Leben lang, wenn sie Gras frisst. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt Insekten essen sollen, weil das kann auch schlimm sein, weil man mache Insekten wie zum Beispiel Ameisen können mit Parasiten befallen sein. Keine gute Idee. Aber wie gesagt, diese sogenannten veganen Tiere, die gibt es gar nicht, weil die essen im Prinzip immer was Tierisches. Aber die Affen, die essen halt das eine, also das eine, was sie essen, ist eben Frischkost. Also die haben einen hohen Rohkostanteil, also in dem Fall 100%, weil die haben ja keinen Herd und die haben kein Feuer oder so. Das heißt, die essen die Knospen und die Blätter praktisch roh und die Stängel, die sie haben, ab und zu mal Wurzel. Das ist praktisch die Hauptnahrung. Früchte wenig. Weil Früchte kühlen aus, selbst im Hochwald da in Kenia, die essen ja wenig Früchte, die Gorillas da können, wenn sie zu viele Früchte essen, sind sie mager, haben sie keine Muskulatur mehr. Da baut man sozusagen Muskulatur ab. Sieht man auch bei Tony Robbins, am Anfang hat er diese Fit for Life-Geschichte gemacht, hat da morgens halt nur Früchte gegessen. Da war er sehr, relativ mager und irgendwann hat er es gecheckt, dass er gar keine Muskulatur aufbauen kann, wenn er eben so viele Früchte isst und er ist dann umgeschwitzt auf diese Hippocrates Health Ernährung und die wiederum beinhaltet eben viel Grün, Chlorophyll, also Grassäfte und Blätter und so weiter und Sprossen. Und somit hat er praktisch die Muskulatur aufgebaut, wie andere Bodybuilder ja auch. Das heißt, wenig Früchte, das machen die Gorillas. Und dann ist halt im Prinzip Rohkost. Man weiß, wenn man jetzt Gemüse und Salate in roher Form isst, geht der Glutathionspiegel richtig gut hoch. Da gibt es eigentlich nicht viel, um den Glutathionspiegel stärker zu steigern, wie rohe, frische Nahrungsmittel, die haben ja übrigens die Blätter, die sind ja voll mit Glutathion. Das heißt, die haben Glutathion drin, auch Coenzym Q10 und so weiter. Wenn man jetzt das gleiche Gemüse sozusagen kocht, das absolut das gleiche, und gibt es der Versuchsgruppe, dann steigt das Glutathion nicht an. Obwohl das gleiche Gemüse ist der einzige Unterschied, gekocht und ungekocht. Das zweite ist, mit Früchte, rohe Früchte oder auch gekochte Früchte steigt das Glutathion in der Regel nicht an. Gibt es auch Studien dazu. Das heißt, man sollte jetzt als Mensch, wir sind jetzt keine Gorillas oder so oder keine Affen, aber wir haben halt von allen Tieren, die jetzt da so auf der Erde rumspringen noch, bevor das große Artensterben, das hat er jetzt schon um sich geschlagen, leider, sind wir auch schuld, bevor das eben im Prinzip, die haben den ähnlichen Verdauungstrakt zu den Menschen, das ist 99,0% mindestens Übereinstimmung, was der Verdauungstrakt betrifft, was die Magensaftzusammensetzung betrifft. Was der Speichel zusammensetzt, pH-Wert vom Speichel, was die Darmlänge im Verhältnis zur Körperlänge betrifft und so weiter. Und auch was die Mahlzähne betrifft. Das heißt, man sollte im Prinzip schon mindestens 70, 80% Frischkost essen. Natürlich hochbiologisch, also alles, was man jetzt so schluckt oder Ja, an die klar. Haut schmiert,
muss absolut bio sein. Man darf auch mal Eier essen, weil Gorillas und so weiter essen auch Eier aus den Nestern Dann raus. irgendwelche Vogelnester ausgeräumt, ja. Genau, logisch, machen ja andere Tiere auch, kriegen auch keinen Herzinfarkt wegen Cholesterin. Vor allen Dingen rohes Eigelb ist gut. Aber das Eiweiß weglassen und nur das Eigelb, nehme ich an, oder? Sagen wir so, je mehr Krafttraining man macht, kann man aus Eiweiß mit reinnehmen. Ansonsten, wenn man erwachsen ist und nicht dauernd nur rumsitzt, ist eher nur das Eigelb okay. Da sehe ich jetzt so gute, also wirklich gute Fälle bei neurologischen Erkrankungen, wenn die rohe Eigelbe so 10 am Tag essen. Da werden die tatsächlich besser. Im Eigelb ist ja alles drin, was noch ein fertiges Küken macht. Es gibt im Prinzip kein genialeres Nahrungsmittel, was das betrifft. Und Aber dann das kann rohe natürlich, Eigelb oder, also natürlich nicht Spiegelei, sondern das rohe Eigelb, meinst du, es oder? muss tatsächlich das rohe Eigelb sein und da reicht Bio nicht. Da muss es noch besser sein. Das muss entweder Weidehuhn Demeter sein oder Mobilstall von Bioland. Also EU-Bio reicht da nicht, weil da kann wieder Gift drin sein. Die sammeln das ja an. Und außerdem ist so, also konventionelle Eier bitte keine rohe Eigelbe essen, die sind eh voll mit Campylobacter und Salmonellen, das ist höllisch. Das heißt, diese Salmonellenerkrankungen, die gab es praktisch in Deutschland ja gar nicht, die kamen von Holland, weil die im Endeffekt die Massentierzucht für Hühnerfarmen sozusagen erfunden haben. Und durch diese Massenzucht und Massenfütterung mit schlechter Nahrungsmittel sind eben im Prinzip die Salmonellen mit reingekommen und so kam das halt. Also im Endeffekt ist es abzulehnen, bitte von tierischen Sachen gar nichts essen, wenn sie nicht hundertprozentig bio bzw. Demeter und so weiter sind. Das gilt fürs Eigelb eben auch. Dann ist das Also am besten nächste ein auch. eigenes, also am besten ein eigenes Huhn zulegen oder zwei und dafür sorgen, dass man eine gute Qualität hat. Die Ernährung der Hühner sind wichtig. Also die besten Eier sind die, wo die Hühner praktisch Gras und Wildkräuter und vor allen Dingen Löwenzahn und so weiter gegessen haben. Weil die sind auch voll mit Fischöl. Da haben sie im Eigelb, ist im Eigelb mehr Fischöl wie in Fischöl drin, also praktisch in Fischen. Und das ist wichtig. Denn das andere ist natürlich, dass man keinen Zucker mehr isst, beziehungsweise Auszugsmehlprodukte, alles, was wir so an Brot kaufen oder Kekse oder Süßigkeiten und so weiter, haben wir das drin. Da gibt es eben einen Nachteil, was die Virenerkrankungen betrifft. Das hat Dr. Sender praktisch schon vor 80 Jahren rausgekriegt. Dass Kinder, die eben Poliovirus-Erkrankung bekommen, also Kinderlähmung, da gab es noch keine Impfung dafür, hat er praktisch die Poliorate massiv reduzieren können, indem die Kinder eben in Schwimmbädern eben keine Süßigkeiten mehr gegessen haben, sondern vollwertige Ernährung. Da gab es im Prinzip keine Poliofälle mehr. Er hat festgestellt, dass wenn der Blutzucker, also einerseits ist so, wenn man Zucker isst oder Auszugsmehlprodukte, Nudeln, Kuchen, Brot, Blablabla, bla, Süßigkeiten, dann führt Kekse, dann führt es praktisch dazu, dass der Blutzucker und natürlich stark nach oben geht, weil es gibt in der Natur eigentlich so im Urwald gibt es ja nichts, was den Blutzucker so schnell, wo man so schnell resorbieren kann, dass er sofort praktisch ins Blut kommt. Das geht dann normalerweise langsam im Darm und so ist kontinuierlich Blutzuckernachschub da über mehrere Stunden und so weiter. Und mit Zucker geht es praktisch innerhalb von einer halben Stunde, schießt der Blutzucker voll durch die Decke, was alleine schon schädlich ist. Aber das andere ist, der Körper sagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht, das ist ja absolut gefährlich. Ich muss dagegen steuern und bildet dann praktisch extrem viel Insulin, wenn das noch kann. Manche Diabetiker können das nicht mehr, aber die machen halt dann viel Insulin. Und das führt dazu, dass die bilden zu viel Insulin. Das heißt, das Insulin senkt den Blutzucker. Und der geht dann tiefer, wie der normale Level ist. Und der geht praktisch in den Unterzucker rein. Kurzzeitig geht er in den Unterzucker. Und das ist genau die Phase, wo die Viren zuschlagen können. Das heißt, das wurde im Tierversuch rausgekriegt. Poliovirus war nicht übertragbar in Tiere, die vollwertig ernährt waren und der Blutzuckerspiegel praktisch kontinuierlich über 24 Stunden mehr oder weniger konstant war, immer gute Level. Und sobald eben der Blutzucker erstmal hochgegangen ist durch Zuckernahrung oder Süßigkeiten und dann runtergegangen reaktiv. In dieser Phase, wo praktisch Unterzucker war, konnte der Virus praktisch übertragen werden, hat das Tier infiziert und ist sozusagen dran gestorben. Also das heißt, um auch den Virenerkrankungen praktisch vorzubeugen, ist es wichtig, dass der Blutzuckerspiegel niedrig normal ist. Das heißt, er sollte nicht zu tief sein. Das ist auch der Nachteil zum Beispiel bei Ketonernährung, also Ketose. Der einzige Grund ist eigentlich, wenn der Blutzucker zu tief ist, Immunzellen, also Lymphozyten, natürliche Killerzellen, Makrophagen, sind angewiesen als Energiequelle auf Zucker. Die brauchen einen gewissen Level Zucker. Und wenn die eben im Superfastenmodus sind oder in Ketose oder eben diese reaktive
Unterzuckerung haben, dann sind die lahm, die sind praktisch wie bewusstlos und dann haben die keine Reaktionskraft mehr. Bedeutet, dann können praktisch Erreger Vollgas geben, weil das Immunsystem sozusagen eingefroren ist, weil sie keine Energie mehr haben. Die Immunzellen können keine Ketonkörper und keine Fette und so weiter verdauen. Das ist eigentlich so ein Nachteil, was wir gefunden haben, auch bei Krebspatienten, die jetzt so extrem in die Ketose reingeht und nur noch Fett essen den ganzen Tag und Eiweiß, was aber wieder eine Scheiße ist, weil Insulin hochgeht und dann eben praktisch der Tumor noch mehr wächst, weil Insulin, hohes Insulin macht auch Tumorwachstum und Virenwachstum. Also auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz schlechte Sache, dass man dann praktisch nur noch sich mit Fett ernährt, Ja. hochdosiert und in die Ketose reingeht. Und Wie sieht es eigentlich aus mit Beeren, Joachim? ja, also die wilden Beeren sind okay. Wir machen es im Prinzip so, dass wir gefrorene wilde Heidelbeeren so über den Winter haben. Da hat es gewisse Polyphenole auch drin, die antiviral bilden, also gerade bei wilden Heidelbeeren. Aber ist es Man kann nicht sie so, auch. dass die Beeren einen geringeren glykämischen Index haben oder Insulinindex und eben nicht so schnell den Blutzucker hochfahren Also, sagen wir so rum, gegenüber Obst? alles, was, naja, Obst hat auch nicht so einen starken, also wahnsinnig großen glykämischen Index. Es ist so, solange das Obst eben roh ist, sind diese Zuckerarten sind an Pektine gebunden. Auch übrigens der Fuselalkohol, der zum Teil in Äpfel drin ist, also Methylalkohol, Methanol, was das schädlich ist, der ist an Pektin gebunden und wird praktisch gar nicht resorbiert, der kommt mit dem Stuhlgang wieder raus. Und so ist eben auch mit diesen komplexen Zuckern, die in Früchten eben drin ist. Die werden im rohen Zustand, gehen nicht so schnell, haben keinen hohen glykämischen Index, wie wenn sie jetzt eben im Kochtopf, also Apfelkompott oder sowas, gegessen werden. Es gibt Okay, allerdings also auf jeden hochglykämische. Fall roh ist wichtig und einfach so biologisch und natürlich wie irgendwie möglich. Wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, lieber Joachim. Mal ein ganz anderes Thema, Bewegung. Ich weiß ja, du bewegst dich wahnsinnig viel, man muss fast schon sagen, semi-professionell. Warum ist die Bewegung so wichtig? Dass wir wirklich auf unsere, was würdest du sagen, wenn man jetzt irgendwie einen Tracker hat, das wird, ist ja mittlerweile fast schon, hat schon fast jeder an der Apple Watch oder sonst irgendwie Aura-Ring oder sonst irgendwas einen Tracker. Wie viele Kilometer sollten wir uns am Tag bewegen? Denn momentan, wenn wir in Quarantäne sitzen, wird es natürlich für viele schwierig, ja. Wobei auch schon manches geschafft haben, auf dem 7-Meter-Balkon Marathon zu laufen. Aber wie viele Kilometer würdest du uns im Schnitt empfehlen? Wie viele Kilometer sollen wir uns bewegen? Das heißt also laufen, gehen, wandern, joggen. Also erstens sind ja viele Leute chronisch müde, das heißt, die schaffen es auch nicht mit starkem Willen sozusagen zu joggen, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, da braucht es eben eine Ursachentherapie. Man kann es einfach so nicht festlegen. Also Bewegung sollte im Prinzip Freude machen. Man weiß, dass diese Tracker, diese iWatch und so, kann man wegschmeißen, weil die im Prinzip einen negativen Effekt haben, eben weil sie funkbasiert sind. Kann man eigentlich vergessen, man sollte eigentlich auf sich selber hören, nicht auf ihre Computer oder Maschine oder sonst irgendwas, die übrigens das Ganze auch noch auslesen und in die Cloud reinspeisen. Da kann jeder abgreifen, was man denn so tut. Also, ich denke mal, also ein Gorilla hat eigentlich so ein Bewegungspensum, was im Prinzip so Art 30 Kilometer am Tag entspricht. Mit allem drum und dran, also mit Klettern und mit Kämpfen und mit Essensbesorgen und so. Und auch eben irgendwo anders hinlaufen. Es ist schon so, dass eigentlich, wenn man jetzt die guten Baustoffe, also durch eine gute Ernährung hat, dann ist so, dass die Gelenke und so weiter geschützt sind, hat man auch keinen Schaden, dann kann man eigentlich so viel bewegen, wie man eigentlich kann, also bis man sozusagen müde ist. Da gibt es eigentlich gute Studien, dass man eigentlich stark bewegen kann. Jetzt ist halt im Leistungssportbereich. Da geht man sozusagen über diese Grenze drüber, was dann aber den fatalen Effekt hat, dass praktisch das Immunsystem sozusagen runterkracht. Das will man nicht haben. Also im Leistungssportbereich würde ich jetzt für einen normalen Breitensportler wirklich nicht empfehlen. Oder man macht es wirklich schlau. Das kann man machen, auch im Leistungssportbereich, wenn man im anaeroben Bereich trainiert oder Intervalle und so weiter macht, dass man eben nicht das Immunsystem runterfährt. Aber ich würde mal sagen, so ein durchschnittlicher Mensch sollte eigentlich mindestens 30 Minuten pro Tag ist eigentlich Minimum. 30 Minuten pro Tag und 7 Tage die Woche, da gibt es keinen Sonntag. Und
Das kann man am Anfang, wenn jetzt noch niemand das gemacht hat, also sogenannte Couch Potatoes, sie können halt jetzt mal Walking-Stöcke kaufen und dann gehen sie halt. Am besten ist ja so, die Effektivität des Sports ist immer am besten, wenn man es nüchtern macht. Also sogenannte nüchtern Sport. Das heißt, man steht morgens auf, ist in der Regel sozusagen im Fastenmodus über Nacht, wenn man nicht gerade nachts gefeiert hat und Ramadan hatte oder so, dann ist es eigentlich super, wenn man einen leeren Magen hat. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was Basisches trinken, was keine Kalorien hat, wie zum Beispiel ein grüner Saft oder ein grüner Smoothie ohne Früchte oder Basenpulver, wenn es ein gutes gibt, und Wasser. Und dann kann man praktisch 1, 2 Stunden oder wenigstens 30 Minuten sozusagen laufen oder Rollski fahren oder schwimmen oder Fahrrad fahren. Also beziehungsweise Skilanglauf ist eigentlich das Beste, was die Muskulatur betrifft. Also im Sommer oder jetzt auch im Winter, weil es keinen Schnee gibt, kann man Rollski laufen. Und das kann man immer mehr steigern. Und dann ist aber wichtig, dass man nach dem Sport sozusagen ein Regenerationsmeal hat. Also das heißt, innerhalb von einer halben Stunde nach Schluss sollte was gegessen werden. Vorzugsweise sozusagen Grünfutter, um wieder basisch zu werden einerseits. Zum Zweiten hat eben die rohen Blätter auch hochwertiges Eiweiß drin, aber man kann natürlich auch mit Nüssen sozusagen ergänzen, von mir aus auch Ei oder so, je nachdem, welcher Sportart, was man gemacht hat. Auch Kraftsport ist wichtig und das führt dazu, man sollte eben nicht zu viel Kohlenhydrate, also das, was man früher gesagt hat im Radsport, ich bin auch Radrennen gefahren, dass man hinterher sozusagen ein Bier saufen muss und einen Kuchen essen muss oder nach einem Marathon oder so. Das ist Schwachsinn. Das geht nur bei Mehrtagestouren wie Tour de France. Da muss man Kohlenhydrate essen danach und auch vorher. Aber wenn man es einmal macht und um praktisch die beste Regeneration und die beste Ausbeute für den Sport haben will, sollte man hinterher eben keine oder wenig Kohlenhydrate essen, weil man dann mehr Wachstumshormone sozusagen bildet und damit im Prinzip der Fettverbrennungseffekt nochmal unterstützt wird. Und das ist auch, also mindestens wenn man über 40 ist, sollte man praktisch so im Trainingsmodus fahren. Es ist anders im Wettkampfbereich, wenn man Wettkämpfe einen Tag nach dem anderen hat, dann Mehrtagerennen oder sowas hat, dann gilt dies nicht, aber das ist halt für die Zuschauer wahrscheinlich total unrelevant. Also ich denke mal, dass man eben mindestens 30 Minuten sich bewegen soll. Sollte einigermaßen Spaß machen. Es ist ja so, dass man, es gibt im Prinzip ganz gute Daten, die zeigen, dass man das sogenannte Terrain-Training deutlich besser effektiv ist wie in der Fitnessstudio oder im Haus. Also trotz Quarantäne ist es tatsächlich so, wenn man rausgeht, also praktisch in der Natur das macht. In der Stadt bringt es eigentlich auch nichts, wenn man rausgeht. Man muss wirklich in den Wald gehen, wo es Bäume hat, also auch Parks. Und wenn man da eben den Sport macht, ist er noch mal viel effektiver wie in allen Studios und in allen Dingen. Und man weiß Womit mittlerweile hängt auch, es zusammen? ja, da haben die japanischen Forscher eigentlich so, die haben da die Cracks gemacht, die haben festgestellt, dass Bäume eben gewisse Ozonide ausstoßen über die Blätter oder über die Nadeln. Und das sind sogenannte ätherische Öle, die praktisch in die Luft freigesetzt werden. Damit schützen sich die Bäume praktisch vor Viren und Pilzen und Erregern. Das ist sozusagen denen ihre Abwehrstoffe. Also praktisch im Prinzip so Duftstoffe, kann man schon sagen. Und die sind extrem antiviral wirksam und antiinfektiös wirksam, und die wiederum inhalieren wir. Das heißt, wir nehmen die, ich meine, die Lunge hat ja nochmal doppelt so viele Quadratmeter wie der Darm. Das ist die größte Fläche, mit der wir mit dem Außen in Verbindung sind. Das heißt, durch Inhalation haben wir 400 Quadratmeter Oberfläche, der Darm hat 200 Quadratmeter. Das bedeutet, man kann über die Lunge extrem gut Sachen aufnehmen, sogar Nahrung aufnehmen. Also wenn man praktisch da in der pollengeschwängerten Luft in der Gegend rumspringt, Pollen sind voll mit Eiweiß und mit Kohlenhydrate, kann man sich mit gewissen Atemtechniken sozusagen durch die Luft ernähren, weil das Zeug einfach resorbiert wird. Also das Eiweiß von Blütenpollen ist eigentlich gigantisch. Aber wie gesagt, die Terpene werden auch inhaliert, die gehen ins Blut rein und die wiederum führen dazu, dass Sirtuingene, Langlebigkeitsgene, Klotho, NRF2, also für die Fachleute unter uns, und AMPK aktiviert wird, wobei AMPK wird eh aktiviert, weil man, wenn man nüchtern Sport macht, wird dieses Adenosin-Mono Phosphatkinase wird aktiviert. Es gibt natürlich auch für die Faulen einen AMPK-Aktivator, macht auch eine Lebenszeitverlängerung von 10%. Das wäre Metformin, das ist ein Antidiabetesmittel. Aber da gibt es natürlich bessere Wobei es auch Möglichkeiten, das. einige Nebenwirkungen hat. Ich habe da mal reingeguckt auf den Zettel. Das ist schon. Joachim, du bist ja ein. Also ich kenne dich ja lange, du bist ja ein Lexikon, ja. Wir können jetzt 3, 4 Stunden so weiterreden, bin ich überzeugt davon.
Wie viele Leute müssten wir denn, ich meine, jetzt ist ja so, dass immer mehr Leute zu Hause rumsitzen, gezwungenermaßen. Wie viele Leute müssten wir denn zusammentrommeln, dass wir mit dir ein Webinar machen könnten, irgendwann mal in 2 Wochen oder so? Wie viele Na, Leute müssten wir da zusammenbringen? ich denke, 2 bis 5.000, so, das wäre schon eine ganz gute Sache, denke ich mal. Okay, also dann ist mein Aufruf jetzt an euch, dass ihr über den Like-Button unten dran so viel wie möglich Daumen nach oben macht. Und wenn wir hier 3.000 bis 5.000 hinkriegen, dann werden wir Joachim Mutter zur Not fahren wir in Schwarzwald, werden wir so weit bringen, dass er mit uns ein Live-Webinar macht, ja, ein Okay. Online-Webinar. Und aber jetzt erstmal ganz, ganz vielen Dank dir. Das waren wichtige Inhalte, die du uns geliefert hast. Und ich glaube, speziell jetzt am Samstagabend können sich alle noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie sie den Rest des Wochenendes verbringen. Nützlich für die Gesundheit, aber gleichzeitig auch, um sagen wir mal, so eine antivirale Situation zu schaffen in unserem Immunsystem. Und spannend wird es auch, wir haben ja morgen dann den Professor Hollig im Interview, der wird mit Sicherheit das alles bestätigen, was du über das Vitamin D3 gesagt hast. Also schön ist ja, dass sich das überall wieder ergänzt, was wir hören und aufeinander referenziert. Ich bedanke mich bei dir, Joachim, dass du dabei warst und Einfach. war wie immer eine Freude und wie immer raucht der Kopf dann ein bisschen und man hat wieder einiges zu verarbeiten, aber das ist ja auch gewollt. Deswegen habe ich dich hier eingeladen. Bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns bald persönlich sehen und sobald wir da reisen dürfen. Wir haben es ja schon geplant, wollen wir mit dir auch hier physisch, wenn das Physical ist ja kein Social Distancing, sondern Physical Distancing wieder aufgehoben wurde, dass wir uns dann hier im Education Center in Kreuzlingen sehen und mit dir mal ein richtiges Seminar machen. Da freue ich mich schon drauf und deswegen hoffen wir, dass die Sache bald vorüber ist und wir wieder was planen können und dich dann hier nach Kreuzlingen einladen können. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Vielen Dank Zeit. auch und auch an die Zuhörer für ihre Zeit und wünsche, dass sie eben ihre Gesundheit so gut haben. Dazu gehört auch, dass man eben keine Angst hat und keine Panik schiebt, sondern Genau. wirklich die wirklichen Gefahren anguckt. Also die Ja. Chance, dass sie vom Auto überfahren werden, ist deutlich höher als jetzt Coronavirus oder über 200.000 Todesfälle in Deutschland sind Ja, allein gut, in Ernährungs- momentan und werden nicht mehr so viele Ernährungsbedingungen. vom Auto überfahren, Joachim, weil die nicht mehr auf die Straße dürfen. Ja, momentan gerade. Okay, Okay. super. Also, ganz, ganz lieben Dank dir. Liebe Grüße in den Schwarzwald und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, Ja? zurück. Schöne Grüße an den Bodensee. Bis bald. Jawohl, Ciao, danke. Bis ciao. dann. Tschüss, Joachim. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war, denke ich, wieder irrsinnig spannend und extrem lehrreich. Wir haben wieder so viel dazugelernt und sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und was mich einfach auch begeistert, ist, dass all diese Weltklasse-Experten, die wir hier in unsere Swiss Biohealth News reingeholt haben, dass die sich nicht widersprechen, sondern dass die eigentlich dieses Bild, das wir haben, immer mehr verfestigen. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt schon die Überlegung haben und an einem Konzept arbeiten, dass wir all diese Top-Experten, die wir hier eingeladen haben, die letzten Tage, die nächste Woche noch kommen und übernächste Woche, wir haben da noch tolle Pläne, dass wir die, sobald wir wieder planen können, zu einem physischen Kongress zusammenbringen wollen. Und ich denke, dass als Tagesschau hat es begonnen, wir nennen es jetzt Swiss Biohealth News, ist eine tolle Gelegenheit, diese Experten zusammenzubringen und uns hier einen umfassenden Einblick zu geben in Gesundheit und in Immunsystem. Ich denke, es wird auch so weitergehen, denn am Montag werden wir den Professor Hollig aus den USA dazuschalten. Er ist derjenige, der sozusagen entdeckt hat, die Speicherform des Vitamin D, das Calcidiol, aber auch das Vitamin D3-Hormon, das ist dann das 1,25-OH, das wir intrazellulär dann synthetisieren. Man könnte ihn als den Mann schlechthin weltweit bezeichnen zum Thema Vitamin D3. Und wir werden ihn natürlich ganz klar fragen, sieht er Zusammenhänge zwischen der Weltkarte, die Professor Schönfeld immer zeigt, der Vitamin D3-Defizienzen,
und dem Ausbruch und Verlauf der Pandemie? Was sind seine Empfehlungen grundsätzlich und vielleicht jetzt angepasst, erhöht an die Zeit der Pandemie? Welche Auswirkungen hat Vitamin oder welche Einflüsse hat Vitamin D3 grundsätzlich auf chronische Erkrankungen? Und insofern bleibt die kommende Woche super spannend. Erholt euch gut. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns am Montag wieder um 19 Uhr.